Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Die Beleuchtung des alten Rathauses in Uelzen erhitzt seit der Sanierungsmaßnahme die Gemüter. Spendengelder von Bürgern und lokalen Firmen im hohen fünfstelligen Bereich hatten die Illumination vor der Baumaßnahme möglich gemacht, erinnert sich der damalige Initiator Dr. Michael Thiele. Dass diese Lampen durch die Sanierung nun verschwunden sind, enttäuscht Thiele. Das sanfte, von den Bürgern mitfinanzierte Licht sei durch ein neues, so wörtlich scharfkantiges ersetzt worden, sagt dazu auch Hans-Jürgen Bertram, Vorsitzender des Verkehrsvereins Uelzen, verärgert. Mehr zu dem Thema morgen in der AZ. Der Weg für die Heraklitschlacht am 16. Juli ist bereitet. Clemens Simon, Organisator von Uelzens erstem Extremhindernislauf, hat mit der unteren Naturschutz- und der unteren Wasserschutzbehörde einen Teil der Strecke erkundet. Durch oder überquert werden unter anderem die Ilmenau, die Gerdau, Hardau und Stedau. Die Route wurde teilweise verlegt und Maßnahmen zum Schutz der Natur festgelegt, berichtet Simon. Die Ein- und Ausstiege an den Ufern werden durch eine Art Strickleiter aus Eisenketten und Holzbalken geschützt. Mehr zur ungewöhnlichen Heraklitschlacht in Uelzen lesen Sie morgen. Nach den Auswertungen des niederländischen Wetterdienstes wird das Jahr 2014 in ganz Europa als das wärmste Jahr seit mindestens 500 Jahren in die Annalen eingehen. Bis auf den geringfügig zu kühlen Mai und einen deutlich zu kühlen August waren alle übrigen Monate in Norddeutschland meist deutlich zu warm. Das sagt unser AZ-Wettermann Zaki. Wer mehr Wissenswertes über das Wetter 2014 in unserer Region erfahren möchte, der liest die morgige Ausgabe. Wir bleiben beim Wetter. Das wird bei uns morgen auch eher ungemütlich, sagt unser AZ-Wettermann Zaki. Es kann Regen geben bei wenig Sonne. Die Temperaturen pendeln zwischen -3 am Morgen und 4 Grad am Abend. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.